Und Psychoanalytikern ist Chanda Ferenczi dafür bekannt, dass er ein höchst kreativer und engagierter Psychoanalytiker war. Und auch bekannt ist er dafür, dass er in seinem Vorgehen innerhalb der Analyse bei weitem stärker auf die Wünsche des Patienten einging, beziehungsweise auch vor tatsächlichen Gesten nicht zurückschreckte. Heißt zum Beispiel Umarmung oder andere Gesten, um den Patienten zu trösten, waren Mittel, zu denen Ferenczi griff. Ich bin mir dessen bewusst, dass das, was ich Ihnen zu sagen habe, gerade in Ihrem Kreise wenig Aussicht auf Popularität hat. Auch muss ich der Befürchtung Ausdruck geben, dass diese Ausführungen mir in den Kreisen der wirklich Reaktionären eine mir recht unliebsame Popularität verschaffen werden. Mit Reaktionär meint Ferenczi im Prinzip die alte Schule der Freudschen analytischen Technik, im Sinne dessen, dass einerseits das Moment der Versagung im Vordergrund steht, andererseits, dass der Analytiker versucht, ein so unbeschriebenes Blatt wie möglich zu sein. Dass diese Betrachtung der Freudschen analytischen Technik eine Übertreibung sei, wurde ja oft schon diskutiert und dahingehend auch erwähnt, dass Freud sich ja selbst oft nicht an die Regeln hielt, die er scheinbar selbst aufgestellt hatte. Mit Versagung ist nun gemeint, dass die Wünsche des Patienten durch den Analytiker gerade nicht erfüllt werden sollen. Dadurch soll praktisch eine Frustration greifbar gemacht werden, da der Patient ja auch nicht unter der Erfüllung seiner Wünsche leidet, sondern unter der Nichterfüllung. Dieses Frustrationsmoment wird unter anderem auch als Voraussetzung für die analytische Arbeit überhaupt gesehen. Das unbeschriebene Blatt ist der Versuch, möglichst viel Projektionsfläche zu bieten für den Patienten. Also umso mehr der Analytiker eine eigene Person ist, umso weniger oder umso schwerer können einem die Projektion des Patienten, zum Beispiel der Vater zu sein, übergestülpt werden, sodass man dann auch an diesen Projektionen schlechter arbeiten kann. Beides ist natürlich nur eine absolut verkürzte und unvollständige Betrachtung dieser beiden Begriffe und ihrer technischen Hintergründe. Ferenczi weist aber darauf hin, dass es im Bereich seine Behandlung gezwungenermaßen immer wieder zu Regelbrüchen kam, ob nun der Patient aus einem Impuls heraus aufstand, statt auf der Couch liegen zu bleiben, ökonomisch nicht in der Lage war, die Analyse zu bezahlen und Ferenczi nun trotzdem weiter behandelte, oder der Stundenschluss nach hinten verschoben werden musste, weil ein starker Affekt die Beendigung der Stunde verunmöglichte. Ferenczi sagt, dass das notwendig sei und größtenteils sich auch positiv gezeigt hat in den Auswirkungen und kritisiert dann seinen Kollegen, dass diese statt der zurückhaltenden Haltung eher eine künstliche Strenge annahm, die ja auch nicht hilfreich war. Er nannte nun sein Prinzip im Gegensatz zum Prinzip der Versagung das Prinzip der Gewährung. Es muss also zugegeben werden, dass die Psychoanalyse eigentlich mit zwei einander entgegengesetzten Mitteln arbeitet. Sie schafft Spannungssteigerung durch die Versagung und Relaxation durch die Gewährung von Freiheiten. Für Ferenczi ist die wohlwollende Haltung des Analytikers gegenüber dem Patienten von höchster Bedeutung. Seiner Ansicht nach ist diese wohlwollende Haltung die beste Basis für freie Assoziation und damit verbundene Regression, beziehungsweise Aufdeckung der infantilen Konflikte. Doch diese wohlwollende Haltung sieht er nicht nur verkörpert dadurch, dass der Analytiker ohne Wertung jede Stunde erneut zuhört, sondern dass er dem Patienten auch sein Wohlwollen tatsächlich in Gesten zeigt oder zeigen darf. Ferenczi kritisiert, dass die Zurückhaltung und geführte Strenge den Patienten eher dazu bringen, oder die Patienten eher dazu bringen, ihre Widerstände zu erhöhen, statt diese abzubauen und sich an der Autorität des Analytikers abzuarbeiten, statt sich regressiv nun in den Mutterschoß fallen zu lassen und sein zu können, wer man wirklich ist. Diese Betonung der mütterlichen Person war auch nicht untypisch für Ferenczi und die Anhänger seiner Schule. Nun, ich leugne nicht, dass das Leiden in der Analyse keinem Neurotiker erspart werden kann. Es versteht sich theoretisch von selbst, dass der Patient das Leid, das zur Verdrängung geführt hat, in der Analyse ertragen muss.
Es fragt sich nur, ob man dabei eigentlich den Patienten nicht mehr als unbedingt nötig leiden lässt. Ich werte den Ausdruck Ökonomie des Leidens als Bezeichnung einer hoffentlich nicht allzu fernen Einsicht und Unterweisung zum Waltenlassen des Versagungs- und Gewährungsprinzip. Die sogenannte Relaxation durch Gewährenlassen hat nach Ferenczi zu etwas geführt, was ihn an die kathartische Methode von Freud und Breuer aus den Studien über Hysterie erinnerte, in denen sie ja noch die Hypnose aktiv anwandten. Ferenczi stellte nämlich fest, dass die Patienten VR in eine Art freie Assoziation verfielen, die eine Art, nennen wir es mal, Autohypnose glich aufgrund dieser Relaxation, und eben dies dann dazu führte, dass die Patienten zum Beispiel hysterische Körpersymptome reproduzierten. Dieses Abreagieren, was zwar ähnlich dem der kathartischen Methode war, nannte er nun Neokatharsis und meinte, dass dieses in seiner Bedeutung und auch in seiner Wirkung tiefgehender und nachhaltiger war und zugleich den Fokus wieder mehr auf das eigentlich Traumatische richtete. Dieses ursprüngliche Traumatische setzt er sogar in die Mitte seiner Theoriebildung und schließt daraus Folgendes. Dementsprechend kann man wenigstens theoretisch keine Analyse als beendet betrachten, wo es nicht gelang, bis zum traumatischen Erinnerungsmaterial vorzudringen. Anna Freud machte nun Ferenczi meiner Meinung nach zu Recht darauf aufmerksam, wie er sie zitiert: Sie behandeln ja ihre Patienten wie ich die Kinder in den Kinderanalysen. Ferenczi erklärt nun aber, dass gerade diese Behandlungsart notwendig ist, der Analytiker den Patienten zur kindlichen Naivität in der Analyse ermutigen sollte, also nur so echte, freie Assoziation und Aufarbeitung geschehen könnte und damit die Grenze zwischen Kinder- und Erwachsenenanalyse natürlich auch verwischen würde. Den Erwachsenen Kinder sein zu lassen in der Analyse ist nach Ferenczi das, was die Erinnerung fördert, statt den Widerstand zu vergrößern. All das soll dann dafür sorgen, dass der Patient eben die Entwicklungsaufgaben nachholt, die er, wenn wir es mal, verpasst hat oder daran gescheitert ist oder zu viel daran zu kämpfen hatte, und zu dem Schluss kommt, seine Neurosen und sein Leiden aufgeben zu wollen. Der Patient wird gleichsam in die Lage jenes Dramendichters versetzt, der unter dem Drucke der öffentlichen Meinung gezwungen ist, seine geplante Tragödie in ein Drama mit Happy End umzugestalten.